Herzlich willkommen zum Vorlesen. Ich bin Cora Lu und ich lese euch heute den Anfang aus einem ganz tollen Buch vor. Das heißt Anne Apfelkuchen, Geschichten aus dem ganz Anderswald. Und wenn ihr ganz aufmerksam zuhört, habe ich am Ende der Geschichte noch eine Frage an euch und würde mich wieder total freuen, wenn ihr uns die Antworten ans Haus der Jugend schickt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Geschichte. Ankunft im ganz Anderswald. Plopp machte es und da stand es. Ein Mädchen, etwa so groß, dass es gerade so die Äpfel vom untersten Ast eines Baumes pflücken konnte. Es trug einen großen grünen Hut, an dessen Spitze ein Glöckchen baumelte. Seine Schürze und sein Rock waren apfelgrün und mit bunten Flicken besetzt. Die Füße steckten in viel zu großen, quietschtomatenroten Gummistiefeln. In der linken Hand trug das Mädchen einen alten Koffer, der beinahe aus allen Nähten platzte. Die andere Hand kämpfte mit einem Reisigbesen, der sich mit aller Kraft dagegen zu wehren schien, dass es ihn festhielt. »Besen, jetzt halt doch mal still!« »Wo sind wir denn hier? Ist das die richtige Adresse?« Das Mädchen drehte sich einmal um sich selbst und betrachtete die Gegend. Es stand auf einer Lichtung mitten in einem Wald, der auf den ersten Blick aussah wie ein ganz gewöhnlicher Wald. Erst beim zweiten Hinsehen bemerkte es einige merkwürdige Dinge. Da lag ein Dachs unter einem Fliegenpilz, der ihm als Sonnenschirm diente und schlief. Am Baum daneben hing eine Fledermaus, kopfüber vom untersten Ast. Und neben ihr hing ein Eichhörnchen, ebenfalls kopfüber vom Ast, den Schwanz, mit dem es sich festhielt, gebogen wie ein Kleiderhaken. Darunter lag laut schnarchend eine Kuh. Sie lächelte im Schlaf und manchmal grunzte sie wie ein Schwein. »Merkwürdige Gegend hier«, sagte das Mädchen, während es weiter mit seinem Besen kämpfte. »Ganz anders als da, wo wir herkommen.« »Du bist ja auch im ganz Anderswald. Hier ist nicht so wie woanders«, flüsterte plötzlich eine sanfte Stimme direkt neben dem Ohr des Mädchens. Es erschrak furchtbar und drehte den Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kam. Da baumelte direkt vor seiner Nase eine Spinne an einem langen Faden vom Baum herunter. Sie trug eine Brille, und während sie sich mit ihren beiden hintersten Beinen am Faden festhielt, strickte sie mit den beiden vorderen und zwei Tannennadeln ein Netz. »Im ganz Anderswald?« wiederholte das Mädchen und informierte den störrischen Besen. »Dann sind wir hier richtig!« Zur Spinne gewandt, stellte sie sich vor. »Mein Name ist Anna Apfelkuchen und ich komme, um in das Haus meiner Tante Agatha einzuziehen. Kannst du mir sagen, wo ich das finde? Hier auf meinem Notizzettel steht Baumhaus 4C, ganz Anderswald.« Die Spinne ließ vor Aufregung beinahe ihre Stricknadeln fallen. »Anna Apfelkuchen? Oh, wir haben dich schon erwartet. Du kommst spät.« Mit einem Blick auf das merkwürdige Bild der schlafenden Tiere fügte sie hinzu. »Seit 3 Tagen sitzen sie hier und warten auf dich. Eigentlich wollten sie sich beim Wachehalten abwechseln, aber sie halten sich immer gegenseitig so lange wach, dass sie irgendwann alle vor Erschöpfung einschlafen.« Und in einer Lautstärke, die Anna diesem kleinen Tier niemals zugetraut hätte, trompetete die Spinne: »Aufwachen, faule Bande! Anna ist da! Schöne Wachen seid ihr!« Der Dachs schreckte aus dem Schlaf hoch und stieß sich den Kopf am Fliegenpilz. Die Fledermaus quiekte so laut, dass das Eichhörnchen neben ihr vor Schreck seinen Schwanz lang machte und vom Baum direkt auf den Kopf der Kuh fiel, die diesen so ruckartig hob, dass das Eichhörnchen wie eine Kanonenkugel durch die Luft flog und direkt vor Annas Füßen landete. Was ist denn wer, Anna, wer? Stotterte das verwirrte Eichhörnchen. Anna beugte sich zu ihm hinunter, soweit es ihr störrischer Besen zuließ, und erklärte: »Guten Tag, ich bin Anna Apfelkuchen und möchte ins Haus meiner Tante Agatha einziehen. Wer bist du denn?« »Erik heiße ich«, stammelte das Eichhörnchen noch etwas verwirrt und fügte hinzu: »Ich bin ein Eichhörnchen.« »Das sehe ich«, antwortete Anna, »wobei du für ein Eichhörnchen eine recht merkwürdige Art zu schlafen hast.« »Er ist mit Fred aufgewachsen«, erklärte die nun wieder strickende Spinne. »Erik ist ein Findelkind und wurde von Familie Fledermaus aufgenommen.
Er hat sein ganzes Leben mit Fred verbracht. Sie deutete auf die Fledermaus, die inzwischen auf dem Ast saß und sich die Augen rieb und dabei einige Angewohnheiten der Fledermäuse übernommen. Mein Name ist übrigens Frau Weber und ich freue mich, dass du endlich angekommen bist. Ja, ich wollte auch schon vor 3 Tagen hier sein, aber ich wurde von Tante Agatha aufgehalten. Sie ist auf dem Weg nach Panama in ihren Ruhestand noch kurz zu Besuch gekommen, weil dieser Herr Frosch, mit dem sie reist, noch irgendeine berühmte gestreifte Ente besuchen wollte und den Aufbruch um 2 Tage verschoben hat. Als ich dann endlich los konnte, bin ich zuerst aus Versehen in einem gruseligen Wald bei einer Schule für Zauberer in England gelandet, der mir zugegebenermaßen sehr unheimlich war. Aber jetzt bin ich ja, Gott sei Dank, hier. Ja, je, sagte die Spinne, da wirst du aber müde sein von der langen Reise. Komm mit, ich zeig dir das Haus. Katharina, trompetete sie in Richtung der Kuh, die sich inzwischen von dem Schrecken erholt und ihren Schlafplatz unter dem Baum verlassen hatte. Sie kam auf Anne zu und rummelte verschlafen vor sich hin. Ich komme ja schon. Nie kriege ich hier mal eine Mütze voll erholsamen Schlaf. Dauernd will irgendwer irgendwas von mir. Wenn das so weitergeht, werde ich noch ganz grün gefleckt. Grün ist doch toll, antwortete Anna und sah an sich hinunter. Das ist meine Lieblingsfarbe. Die Kuh beäugte Anna interessiert. Recht hast du, meinte sie anerkennend. Grün ist toll, steht dir fantastisch. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es mich nicht zu blass machen würde. Aber es wäre einen Versuch wert. Vielleicht sollte ich mir die weißen Stellen grün färben lassen. Meine Güte, stöhnte Frau Weber, die Spinne, und verdrehte die Augen. Wenn du nur einmal an etwas anderes denken könntest, als an dein Aussehen, Katharina. Letztendlich ist die Farbe deiner Flecken doch pups egal. Du bleibst ja doch eine Kuh. Und jetzt los, zeigen wir Anna ihr neues Zuhause. Mit diesen Worten ließ sich Frau Weber auf dem Kopf der Kuh nieder und die beiden trotteten los. Anna schnappte sich ihren Koffer und stapfte, weiterhin mit ihrem Besen kämpfend, hinterher. Unterwegs bemerkte sie, dass die Tiere sie begleiteten. Erik, das Eichhörnchen, flitzte an ihr vorbei, überholte Katharina und Frau Weber und kletterte unterwegs schnell wie der Blitz die Bäume hinauf und wieder hinunter. Fred, die Fledermaus, flog knapp hinter Anna, und als diese kurz stehen blieb, um ihren störrischen Besen fester zu umklammern, krachte er gegen Annas Hinterkopf. Verzeihung, quietschte er, als er sich wieder sortiert hatte. Ich hab nicht aufgepasst, bin in letzter Zeit wirklich etwas unaufmerksam. Nicht schlimm, beruhigte Anna ihn. Das ist ja auch nicht die richtige Tageszeit für eine Fledermaus, um wach und aufmerksam zu sein. Völlig egal, welche Zeit des Tages wir haben. Der fliegt immer so totally unvernünftig durch die Prairie, sagte der Dachs, der die ganze Zeit an Annas rechter Seite lief. Übrigens ist mein Name Dex. Ich komme aus Texas, aber weil ich dort der Einzige meiner Art war, bin ich wieder zurückgekommen und lebe jetzt im ganz anderen Wald. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Dex. Ich bin Anna und wirklich froh, hier zu sein. Ist scheinbar ein sehr nettes Fleckchen Erde. Ja, es ist sehr nice hier, eben ganz anders als woanders, antwortete Dex, der Dachs. Da wären wir, trompetete Frau Weber von Katharinas Kopf herunter, und Anna sah neugierig nach vorne. Und was sie dort sieht, erfahren wir beim nächsten Mal. Aber jetzt würde ich mich, wie schon gesagt, ganz doll freuen, wenn ihr mir meine Frage beantworten könntet, und zwar, welche Tiere Anna im ganz anders Wald getroffen hat. Und ob ihr uns das einfach schreiben wollt oder uns ein Bild von all den Tieren oder einigen Tieren malen wollt oder sogar was basteln wollt. Wir freuen uns über alles sehr. Und ihr könnt es gerne an diese Adressen schicken. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.